Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Badnitzke und es freut mich, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben zu unserer heutigen Online-Schulung mit dem Thema Locks und Config und App Version 11. Ich möchte heute mit Ihnen alle Neuerungen, alle neuen Features Schritt für Schritt ausführlich behandeln und auch das Ganze sehr praxisnah aufbauen. Ich werde ähm, gewisse Beispielkonfigurationen mit Ihnen durchgehen und werde diese Beispielkonfigurationen auch im Anschluss dieses Seminars zur Verfügung stellen. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß und wir starten mit dem ersten Feature. Neu in der Luxon Config Version 11 ist der Baustein namens Anlagenschema. Er ermöglicht die grafische Darstellung in der Luxon App von verschiedenen komplexen Anlagen wie zum Beispiel Lüftungen, Heizungen, Poolsteuerungen oder der übrigen Haustechnik. Die Visualisierung von Fühlerwerten, von Aktorzuständen war schon seit Anbeginn der Zeit von Luxon möglich, allerdings ähm, war das Ganze nicht wirklich sauber sortiert. Äh, wenn man sehr, sehr viele Werte hatte, dann war das alles auf einer Seite oder mehreren Seiten verteilt, man musste sehr viel scrollen, man konnte sich nicht schnell einen Überblick über den Ist-Zustand verschaffen. Das Ganze löst jetzt der neue Baustein-Anlagenschema. Ich habe dazu eine Beispielkonfiguration vorbereitet. In meinem Beispiel handelt es sich um eine Heizungssteuerung. Ich werde dieses Beispiel auch im Anschluss des Seminars zur Verfügung stellen, damit jeder die neue Funktion ausprobieren kann und nachvollziehen kann. Es soll jetzt in diesem Beispiel nicht um die Konfiguration selbst gehen aber ganz kurz zur erklärung ich habe hier eine klassische heizungssteuerung aufgebaut mit drei mischerkreisen drei mischerkreispumpen vorlauftemperaturfühlern einen klimakontroller der die energiequelle selber ansteuert also sehr sehr viele werte und sehr sehr viele zustände die ich ganz gerne auf einen blick grafisch erfassen möchte dazu füge ich mir jetzt den neuen baustein ein ganz normal gewohnt über die Funktion F5 positioniere den Baustein auf meiner Seite es öffnet sich sofort ein Fenster und ich kann ein Bild hochladen unterstützt werden die beiden Dateiformate JPEG und äh, PNG äh, die Datei darf nicht größer als 2 megabyte sein ich habe mir da schon eine grafik vorbereitet die ich jetzt einfügen werde und man sieht hier das Heizungsschema. So, jetzt können verschiedene Objekte auf diesem ähm, Feld platziert werden. Ähm, es kann jedes Objekt, was auch gewöhnlich in der Luxon-App äh, dargestellt wird, verwendet werden. Dazu klicke ich auf Hinzufügen und habe jetzt die Möglichkeit, über diesen Filter alle meine visualisierten Objekte zu durchsuchen. Ich beginne mit dem Klimakontroller. füge mir hinzu, ich möchte meine Heizungsmischer gerne visualisieren. Mischerkreis 1, 2 und 3. Ich drücke mal auf OK. Alle visualisierten Objekte erscheinen links oben in der Ecke und ich kann sie dann einfach mit, dem, mit der Maus über das Blatt ziehen und an der jeweiligen Stelle positionieren. So, mein Kreis 1, mein Kreis 2 und mein Kreis 3. Man sieht schon, die Bausteine überlappen sich gerade ein bisschen. Ich kann einfach hier mit diesem Regler die Größe des Bausteins äh, beeinflussen, sodass das Ganze sauber aussieht. So, der Klimakontroller kommt hier unten zu meiner Wärmepumpe. Ich möchte aber noch weitere Elemente hinzufügen. Und zwar würde es mich interessieren, ob die Pumpen gerade aktiv sind. Ich füge mir meine drei ähm, Mischerkreispumpen ein. Das ist die für den Kreis 3, für den Kreis 2 und für den ersten Kreis. Des Weiteren würde mich noch interessieren, wie denn gerade die Ventilstellungen der einzelnen Mischerkreise aussehen. Ähm, dazu hole ich mir drei Merker, die ich visualisiert habe und kann dann wunderbar auf einen Blick erkennen, wie denn gerade die Ventilstellung ist. So, jetzt bin ich's. Ich speichere das Ganze in den Miniserver und wir sehen uns das Ganze in der Luxon-App an. In der Loxon-App habe ich jetzt das Anlagenschema meiner Heizungssteuerung geöffnet und ähm, ich muss dazu sagen, die Konfiguration ist nur in dem Musterkoffer gespeichert, es ist keine reelle Anlage dahinter, darum sind gewisse Fühlerwerte wie die Vorlauftemperatur einfach nicht korrekt. Ähm, ja, man sieht schon recht schön, man bekommt einen wunderbaren Überblick über die ganze Anlage, ich sehe der Klimakontroller, es wird gerade geheizt die ist und soll Vorlauftemperatur ob die Pumpe denn gerade aktiv ist und wie weit das Ventil geöffnet ist.